Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es um die Zerlegung eines Geräts, in dem Fall hier einer Spannungsversorgung für eine SPS, und zwar von Siemens, die Logo Power. Ich habe hier zwei davon. Die eine hat eine Ausgangsspannung von 24 Volt bei maximal 2,5 Ampere und die andere hat auch entsprechend 24 Volt, aber 4 Ampere. Also zwei unterschiedliche Leistungsklassen in dem Fall. Und ich möchte einfach mal die auseinandernehmen und zeigen, was da so drin ist. Äußerlich machen die Geräte hier natürlich einen sehr soliden Eindruck. Es ist absolute Qualitätsware, man merkt es schon beim Anfassen. Und man sieht hier eben die Lüftungsschlitze. Dadurch, dass es ja eine Spannungsverwirrung ist, werden die auch eventuell mal ein bisschen warm bei höherer Belastung. Wir haben hier eine generelle Anzeige für die 24 Volt, ob die okay sind. Also, wenn dies läuft, Leuchtdiode oder Lampe hier praktisch an ist, dann sind die 24 Volt offenbar okay. Wir haben hier die Eingangsseite mit L und N gekennzeichnet, also die 230 Volt. Und auf der Ausgangsseite haben wir jetzt in dem Fall vier Anschlüsse für die 24 Volt mit Plus und Minus hier gekennzeichnet. Das ist bei der großen eigentlich genauso. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Was noch interessant ist, man kann die Ausgangsspannung bei beiden hier im bestimmten Bereich einstellen, also hier zwischen 22,2 und 26,4 Volt, hier mittels eines Schraubendrehers mit dem Poti, was dahinter steckt. Um das auseinanderzunehmen, das Gerät, braucht man gar keinen Schraubenzieher, beziehungsweise man braucht ihn eigentlich schon, aber es sind keine Schrauben vorhanden, denn es ist alles hier geklippt. Also ich kann jetzt hier praktisch mit dem Schraubendreher dahinter gehen und hier ein bisschen hebeln, dann kriege ich also das Gehäuse hier, den Gehäusedeckel locker ab. Bei dem anderen auch natürlich. Das mache ich gleich mal. Und dann schauen wir uns mal hier die Elektronik an, wie da aussieht und wie das ja, so aufgebaut ist. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Deckel hier an. Bei beiden ist hier ein Lichtleiter eingebaut oder eingedrückt worden, hier eingepresst worden, der praktisch dann das Licht von der Leuchtdiode hier nach außen führt. Das ist eigentlich eine sehr, sehr intelligente Lösung, weil man da bestimmten Problemen aus dem Weg geht. Wenn man jetzt schaut bei dem Gerät zum Beispiel, ich nehme jetzt erstmal die kleine hier, das ist vielleicht dann am einfachsten, wo praktisch diese LED ist für diese Spannungsanzeige, dann wird man erstmal suchen müssen, denn sie ist erstmal so hier nicht sichtbar. Und das ist auch eine sehr, sehr clevere Lösung, denn hier wurde eine LED verbaut, die praktisch eine SMD-Bauform ist, aber trotzdem eine Bohrung hat. Und zwar, wenn ich jetzt das hier mal so drehe, dann sieht man hier, oh, hier ist noch so ein Papier dahinter, das muss ich mal wegschieben, dann sieht man hier eine Bohrung. Das ist keine normale Durchkontaktierung, sondern auf der anderen Seite der Bohrung ist hier eine Leuchtdiode. Und das Interessante dabei ist, diese Leuchtdiode ist in SMD-Bauform, leuchtet jetzt nicht nach oben, sondern nach unten. Und wenn ich jetzt praktisch das Gehäuse hier nehme und dazu passend aufsetze, dann wird also das Licht hier austreten aus der Bohrung und dann hier in den Lichtwellenleiter an dieser Stelle hier weitergeleitet, sodass ich dann die Statusanzeige nach außen sehen kann. Damit geht man natürlich sehr vielen elektrischen Problemen eventuell aus dem Weg, denn wenn man sich hier die Elektronik anschaut und man müsste hier noch irgendwie eine stehende Leuchtdiode, sag ich mal, bestücken, die muss in der Höhe dann stimmen und so weiter, das kann problematisch werden. Zum anderen kann es problematisch werden mit elektrischen Abständen. Also bei der anderen ist es hier vor allem zu sehen, dort ist diese Leuchtdiode hier in einem oder in der Nähe eines Kühlkörpers, also dort unten sieht man das, da wo der Punkt praktisch jetzt hier sieht, ich zeige das mal hier mit dem Schraubendreher, dort ist praktisch hier diese Leuchtdiode verbaut. Würde man jetzt hier an dem Kühlkörper natürlich eine normale bedrahtete Leuchtdiode einlöten, hätte man ein Problem eventuell mit Wärme und auch mit Isolationsgeschichten. Und bei so einer Lösung geht man damit praktisch diesen Problemen aus dem Weg. Und das ist natürlich sehr gut gelöst. Ein weiterer Punkt, der hier sehr wichtig ist, wenn ich jetzt hier also das Unterteil habe und die Platine einsetzen will, dann funktioniert es wirklich nur in einer Position. Also hier zum Beispiel passt die Leiterplatte nicht.
Ja, also sie ist nicht richtig drin. Wenn ich das jetzt hier mal bei 1 weiter drehe, ist er auch nicht richtig drin. Hier letztendlich auch nicht. Man sieht, es ist schief, sondern sie passt hier wirklich nur in einer Position. Das ist, sag ich mal, von den Gedanken her sehr, sehr wichtig nachher für die Produktion. Also wenn das Gerät zusammengebaut wird, dann kann es nur auf diese Art zusammengebaut werden. Es kann dadurch kein Fehler entstehen beim Zusammenbau. In der Fachsprache nennt man sowas Pokayoki. Das kommt aus dem Japanischen. Das ist das sogenannte Schlüssellochprinzip. Man kann sich vorstellen, wenn man einen Schlüssel hat und den ins Schloss reinsteckt, dann geht der nur in einer Richtung. Man kann den also nicht irgendwie verkehrt rum reinstecken. Und hier ist genau das gleiche Prinzip verwandt worden. Ich kann also diese Leiterplatte nur in dieser Richtung praktisch montieren. Und am Ende kann ich die Kappe dann auch nur noch in der richtigen Richtung montieren, nämlich so. Und dann sitzt das alles zusammen und funktioniert. Damit vermeidet man in der Produktion natürlich dumme Fehler, wie man so sagt. Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass ein Mitarbeiter schlecht geschlafen hat oder so und dann die Leiterplatten falsch rum einlegt und dann funktioniert das alles nicht. Also das wird hier definitiv damit vermieden. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Produktion von solchen Geräten. Das findet man eigentlich nur in wirklich qualitativ sehr hochwertigen Geräten. Dort merkt man auch, wie die Ingenieure sich Gedanken gemacht haben, um nachher in der Produktion den Zusammenbau so einfach wie möglich zu gestalten. Ich möchte noch mal kurz jetzt auf die Elektronik so ein bisschen eingehen. Ich nehme dazu mal die Elektronik hier raus aus der aus dem Gehäuse, aus dem Unterteil hier auch. Die erste Frage ist natürlich, was ist das für eine Art Netzteil? Das ist definitiv ein primär getaktetes Schaltnetzteil, also beide. Das erkennt man zum einen daran, dass die Leistung, die hier maximal möglich ist, bei dem kleinen Netzteil schon fast 50 Watt sind und bei dem großen ja ungefähr 80 oder noch mehr. Und das kriegt man mit einem normalen Netzteil mit Trafo und Brückengleichrichter und so weiter gar nicht hin. Man braucht hier ein primär getaktetes Schaltnetzteil, um das zu realisieren. Man kennt es auch daran, dass wenn man die Eingangsbuchse praktisch verfolgt, also hier kommen ja die 230 Volt rein und die weiter verfolgt, dann wird man zuerst zu dem Brückengleichrichter gelangen. Über diesen Eingangsfilter zwar, aber er geht zuerst an den Brückengleichrichter. Und das ist ein Indiz dafür, dass es sich hier um ein primär getaktetes Schaltnetzteil handelt. Was auch noch ein Indiz ist, es ist hier so ein kleiner Trafo drauf, das ist auch richtig so. Auch noch Spulen, das merkt man meistens oder sieht man meistens bei Netzteilen von PCs. Und was noch bezeichnend ist, ist praktisch hier die Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite und die dazugehörige Rückkopplung mittels Optokoppler hier in dem Fall, der dafür sorgt, dass er die Ausgangsspannung misst und wenn die eben runterfällt, dass dann nachgeregelt wird. Also über diesen Optokoppler findet praktisch dann die Regelung statt, beziehungsweise das ist die Rückkopplung zu dem Eingangskreis, damit die Ausgangsspannung hier stabil gehalten wird. Also das sind die Merkmale eines primär getakteten Schaltnetzteils. Woran man es auch noch erkennen kann, ist eventuell hier, wenn man es sehen kann und ablesen kann, sind diese Elkos mit einer relativ kleinen Kapazität, hier 100 μ, hier 150 μ, aber einer sehr hohen Spannung, also hier 400 Volt. Das ist meistens ein Indiz dafür, dass es sich hier auch um ein primär getaktetes Schaltnetzteil handelt. Ich möchte das nochmal anhand des kleinen Netzteils hier vielleicht zeigen, hier sieht man es vielleicht besser. Also hier ist dieser Brückengleichrichter, der mit den vier Beinchen. Und leider ist jetzt hier dieses Blech da drunter. Ich werde es mal versuchen, ein bisschen wegzubiegen. Geht es hier wegzubiegen. Und wenn man jetzt die Beine hier verfolgt, wo die rangehen, die gehen dann hier an diesen Filter. Also das sind zwei Spulen und ein Störkondensator. Und das geht dann direkt hier praktisch an die 230 Volt. Hier ist auch noch eine Sicherung davor. Das ist natürlich ganz wichtig. Also falls so ein Gerät mal kaputt sein sollte, kann ich nur empfehlen, das Ding mal aufzumachen auf diese Art und Weise und einfach mal gucken, ob die Sicherung vielleicht durchgeschmort ist. Die muss man längst hier auslöten und wieder einlöten. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Denn normalerweise geht an
dieser Art von Netzteilen eigentlich nichts kaputt. Zumal sich hier auch wirklich um ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Gerät handelt. Bevor ich ganz zum Schluss das Prinzip eines primär getakteten Schaltnetzteils erläutere, möchte ich die Geräte natürlich zusammenbauen, zusammenstecken wieder, 230 Volt anschließen und die 24 Volt Ausgangsspannung mal messen und auch belasten mit einer elektronischen Last und mir dann mal die Ausgangsspannung mit dem Multimeter angucken und auch nochmal gucken, inwieweit man mit dem Poti hier die Spannung dann einstellen kann. Da der Zusammenbau ja auch ziemlich einfach ist, sollte er auch mir gelingen. Also hier sind 6 Bohrungen für die Buchsen, also der muss jetzt praktisch hier rein. Man merkt sofort, okay, es sitzt richtig gut drin. Die Primärseite ist hier auf der Seite, also hier oben. Also kann ich das jetzt hier zusammenklippen und damit ist es erledigt. Und bei dem anderen Gerät ist es genau das gleiche. Suche nach den Bohrungen hier auf der rechten Seite einsetzen und dann eben auch hier gucken, wo sind die Bohrungen für die Anschlüsse und dann ist das hier wieder zusammengesetzt. Also man sieht wirklich sehr einfach. So, jetzt werde ich mal kurz testen, die Geräte, ob die gute Dienste noch leisten. Ich habe jetzt erst hier die große Spannungsversorgung mal genommen. Man sieht, 23,99 Volt sind hier bereits eingestellt. Und wenn ich jetzt hier hinten am Poti mal drehe, dann kann ich dort bis 27,7 Volt und runter auf ja, knapp 19,5 Volt drehen. Also es scheint so zu sein, dass es erstmal geht. Ich habe hier am Ausgang noch eine elektronische Last. Also ich messe die Spannung, ich habe eine elektronische Last. Die kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil die so groß ist, dass es hier auf das Bild nicht raufkommt. Und ich drehe mal hier auf 24 Volt. Und ich versuche jetzt mal ungefähr so 2 Ampere einzustellen. 24,9 ist immer noch. 24,09 in dem Fall. Und ich drehe jetzt weiter, jetzt geht er schon ein bisschen runter, das heißt die Last wirkt. Und jetzt haben wir ungefähr 2 Ampere, 23,87. Das ist durchaus okay bei solchen Sachen. Die 24 Volt ist also relativ stabil. Wenn ich jetzt auf 3 Ampere gehe, ist er bei 23,78 und bei 4 Ampere knapp 23,69. Also die Abweichung ist zwar da, der geht auch ein bisschen runter, aber das ist durchaus hier im Rahmen und ist auch vollkommen okay. Jetzt werde ich das gleich mal mit der kleinen machen, die kann ich aber nur bis 2,5 Ampere dann drehen. Ich habe jetzt die kleine Spannungsversorgung dran, die ist derzeit auf 25,17 Volt eingestellt. Wenn ich jetzt hier drehe, auch wiederum bis 27,7, das hatte ja die andere auch, und runter bis 19,6 hatte die andere praktisch auch. Und wenn ich jetzt auf 24 Volt nochmal gehe, dann werde ich dann auch eine Last mal ranhängen, also 24,14, das war jetzt etwas zu schnell. Also nochmal 24 ungefähr, noch ein bisschen, gut, also 23,99 und ich werde jetzt mal die elektronische Last hier mal auf 2 Ampere stellen. Ja, jetzt ist ungefähr 1 Ampere schon. Also 2 Ampere ist schon ziemlich stark belastet. Man sieht, der geht auch runter bis 23,75. Eigentlich genau wie die andere. Ist ja wie gesagt eine kleinere Leistungsklasse. Ist aber hier durchaus im Rahmen. Und sollte dann auch für eine SPS durchaus ausreichen. Gut, zum Schluss werde ich mal ganz kurz grob auf das Prinzip eines primär getakteten Schaltnetzteils eingehen. Ja, ein primär getaktetes Schaltnetzteil kommt praktisch heutzutage überall vor, egal ob es hier in so einer Spannungsversorgung für eine SPS ist oder am PC oder am Laptop, überall sind solche Netzteile vorhanden. Und die Frage ist, wie funktioniert das in etwa? Ich habe hier wirklich nur eine ganz grobe Übersicht mal gegeben. Und was in dem Wort primär getaktetes Schaltnetzteil drin ist, ist dieses primär getaktet. Das heißt, auf der Primärseite eines Trafos wird irgendwas getaktet. Und in der Tat hat eben so ein Netzteil eben einen Trafo. Und dieser Trafo, der hier gezeichnet ist, ist dieser hier. Also wir haben einen Trafo, der auf der Primärseite getaktet wird.
Um den zu takten, brauche ich natürlich irgendein Schaltelement, was das sozusagen machen kann. In dem Fall ist es meistens ein großer, ja, Transistor. Und der ist hier in diesem Fall wahrscheinlich der hier. Also dieser wird es sein, der dort den Trafo ansteuert. Und dieser Transistor wird praktisch über einen Controller angesteuert. Bevor ich hier irgendwie weitererzähle, will ich mal vom Anfang vielleicht nochmal sagen, ich brauche ja hier für den Controller eine Gleichspannung und die erzeuge ich praktisch direkt hier auf der linken Seite mit einem Brückengleichrichter. Und das macht die Sache natürlich gefährlich. Hier haben wir hier diese Elkos 150 μF 400 Volt zum Beispiel, sodass ich hier in einem Spannungsbereich arbeite, der sehr, sehr gefährlich ist. Also da sollte man niemals irgendwie unter Spannung messen oder sonst was, sondern immer spannungslos messen, beziehungsweise wenn, dann sowieso nur mit dem Trenntrafo. Aber generell sollte man in so einem Schaltnetzteil, also hier nicht irgendwie das anschließen nackt und dann sozusagen hier irgendwie mit einer Messspitze rangehen. Das sollte man tunlichst vermeiden. Wir haben im Eingangsbereich hier praktisch, wie man hier auch gesehen hat, auf dem Board hier eine Sicherung erstmal. Dann kommt dieser VDR, also praktisch der Überspannungsschutz. Dann haben wir nochmal einen Kondensator hier drin, einen Störkondensator, das ist der hier. Wir haben einen Filter drin, das ist hier diese Spule. Bei dem großen, bei dem kleinen war es hier auch diese andere Spule von EPCOS hier in dem Fall. Das ist alles mit bei. Und dann haben wir den Brückengleichrichter. Und das ist hier, wie gesagt, der mit dem Loch hier in dem Fall. Bei dem großen hängt der Brückengleichrichter übrigens hier auch an dem Kühlkörper hier. Dann haben wir diese großen Elkos, beziehungsweise die Elkos mit der hohen Spannung. Hochgroß sind die nicht von der Kapazität her. Und diese Gleichspannung wird verwendet und zerhackt wiederum. Und zwar mit einer sehr hohen Frequenz. Und das ermöglicht dann, dass der Trafo hier sehr klein wird. Und die Kontrolleinheit sozusagen, um das zu takten, geschieht über einen Controller. Meistens sind das ICs mit zusätzlichen Komponenten drauf. Hier auf dem Board sind auch mehrere ICs drauf. Also hier zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, welches es ist, müsste man mal raussuchen. Und hier auf der anderen Seite ist auch nochmal ein IC. Also diese Sachen sind meistens als IC ausgeführt und gibt es auch zu kaufen. Da muss man mal nachschauen. Nach primär getakteten Controllern für Schaltnetzteile, dann findet man in der Regel eine Menge von solchen Controllern. Der Controller hat letztlich die Aufgabe, die Taktung hier vorzunehmen über diesen MOSFET zum Beispiel. Er braucht aber auch ein Eingangssignal. Und zwar bekommt er das hier über diesen Optokoppler, der wiederum über einen weiteren Controller die Ausgangsspannung misst. Also die Ausgangsspannung wird gemessen und wenn die runtergeht, dann wird hier der Controller sozusagen aktiviert, taktet höher und das PWM-Signal, was hier der Controller erzeugt, wird meinetwegen breiter. Das heißt, der Puls wird breiter und damit findet hier eine Regelung statt. Also man sieht, das ist sehr, sehr komplex. Auf der Sekundärseite, ganz klar, wird ja eine Wechselspannung erzeugt. Die muss gleichgerichtet werden und es reicht normalerweise fast auch immer ein Linearregler hier in dem Fall. Weil man wird es so auslegen, dass hier ein Linearregler auch verwendet werden kann. Diese ganze Geschichte hier ist, wie gesagt, eine Regelung und hochkomplex. Und man sieht auch hier jetzt in diesem Bereich wirklich die galvanische Trennung. Also es ist keine elektrische Verbindung zwischen Primär- und Sekundärseite vorhanden. Einmal wird es durch den Trafo getrennt. Hier wird es durch einen Optokoppler getrennt. Es kann aber auch sein, dass es hier durch eine andere Komponente, einen anderen Trafo getrennt wird. Das ist durchaus möglich. Dies ist also jetzt sozusagen der ganz grobe Überblick über ein primär getaktetes Schaltnetzteil, was man überall findet. Und wenn man jetzt da ins Detail gehen will, muss man wirklich sich die Datenblätter von den einzelnen Bausteinen hier angucken, was da zu verwenden ist und wie das funktioniert. Es gibt auch verschiedene Funktionsprinzipien, auf die ich jetzt natürlich nicht eingehe, aber das ist so das generelle Prinzip. Hier, wie gesagt, nochmal ganz wichtiger Hinweis: niemals hier in so einem Netzteil irgendwie direkt messen an dieser hohen Spannung hier. Die gleichgerichteten 230 Volt sind wirklich lebensgefährlich. Da in keinem Fall messen und auch bei laufendem Betrieb nicht aufmachen, so ein Gerät oder so. Das ist wirklich sehr fahrlässig. Ja, das war es mal wieder. So eine kleine Zerlegung mit etwas Theorie im Anhang.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und weiterhin viel Glück und Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.